unsere CSS-Kamera wurde erstellt. Ja, wenn wir dem Programm nicht trauen, wir können auch gerne nochmal nachgucken. Und zwar auf Computer und dann bei mir die Festplatte. Und dann sehen wir hier CSS-Cam. Stimmt soweit. So, wie wir diese jetzt nun importieren? Ich mache das immer sehr gerne über, ja, Kommandos. Und dazu gehen wir hier einfach auf New, Play Kommandos. Und wir nehmen jetzt den Tick 140. Ist ziemlich nah am Anfang der Demo. Ich könnte das kurz nochmal zeigen. Also wir haben hier unten eine Tick-Anzeige. Und ja, 160 wäre am Anfang. So. Dann noch einen Blick auf Edit, New, Play Comments. Und das ist dann unsere Kamera. Nenne ich jetzt einfach mal so. Time Use Ticket 140. Und wir nehmen jetzt den Befehl Move Cam Import. Und dann ist das bei mir ja Festplatte E gewesen. Backslash. Und das war CSS -cam.bvh. Okay. Save. Okay. Und dann werden wir die Demo einfach neu starten. Und ich hoffe, dass es auch wirklich die Demo war. Ich denke mal, ich habe mich doch verschrieben. Ah. Ja, ich habe mich verschrieben. Der Befehl war... Augenblick. Der war nicht MoveCam Import. Wir sehen das hier gleich. MoveCam Import Start. Also das ist der Befehl. Und das werde ich jetzt natürlich hier noch beheben. Start. Okay. Save. Okay. Und wir können das jetzt natürlich gleich nochmal testen, ob das auch wirklich funktioniert. Copy. Und okay. Und Enter. Wir sehen, er hat schon die Kamera geändert. Und wir können jetzt hier auch sehr schön, wir sehen, dieser Import reagiert auch auf Pausen. Und wir sehen dann hier unsere Kamera. Was natürlich jetzt hier nicht so schön war, ich kann das nochmal neu starten. Dann sehen wir die Demo nochmal komplett. Und zwar sehen wir die Waffe. Und das können wir natürlich wieder sehr einfach über die Befehle. Moment. Exec-MST-CFG. Über den Befehl R-Draw-View-Model und CL-Draw-Hood ausschalten. Also wer das ausschalten will, sollte diese nehmen. Und die füge ich jetzt natürlich einfach in meine Demo mit ein. Edit, Edit. Und dann machen wir das am besten davor. Okay. Save, okay. Und aus. Und dann wird das Ganze gestartet. Und das ist unsere Demo. Wir sehen, ja, sie geht kurz mal durch den Boden. Allerdings denke ich, kann man das sehr schnell in Cinema 4D wieder beheben. Gut, ich hoffe, das Tutorial hat euch soweit gefallen. Und freue mich dann natürlich auf eure eigenen Cam-Kreationen.